Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, liebe Sportdirektoren. Mein Name ist der Trainer von SV Eintracht Hamburg. Offiziell bin ich in FIFA eingetragen unter Hans-Dieter Müller. Aber mein optisches Aussehen sieht dem Uwe Holm schon sehr ähnlich, nicht? So, ich freue mich erstmal, dass du zugeschaut hast oder dass du zuschaust, lieber Sportdirektor. Denn heute möchte ich ganz kurz zwei, drei Worte an euch persönlich richten, bevor gleich mein Kollege und der Marketingabteilung, der Manager und so, der Dico, euch ein paar Worte mitteilt über den Kader, über die aktuelle Lage des Vereins und wo ihr natürlich entscheiden müsst, liebe Sportdirektoren, was wird gemacht in den nächsten Tagen und Wochen beim SVH. Das ist schon mal ganz wichtig. Ich möchte ganz kurz meine Meinung zu den aktuellen Spielen sorgen und euch mitteilen, wie ich so die Dinge sehe und empfinde, dass ihr einfach auch ein bisschen Beeinflussung bekommt zu eurer Entscheidung. Das ist schon mal ganz wichtig. Wie ihr schon bei mir merkt, ich bin ein bisschen am Nachdenken, denn es gab Kommentare unter den Videos, da haben gesagt, dieses Team ist viel zu overpowered für die dritte Liga und so weiter. Ich muss sagen, als Trainer, ich sehe da was anderes. Wir stehen an einer Schwellenlänge und an einer Grenze des Erfolges und des Niederschlages zugleich. Wenn man die letzten Spiele sich anschaut, war gut am Ende noch erfolgreich. Haben wir gegen Waldhof Mannheim gespielt, ja, noch gewonnen. Die anderen beiden Spiele sind unentschieden ausgegangen und da haben wir ganz schön gewoggelt. Das muss man gar sagen, wir haben ganz schön gewoggelt. Und da kommt die Sache einfach auf, wo man einfach erkennt, dieses Team ist noch nicht wirklich zweitligareif. Und da kann ganz schnell was in die Hose gehen, dass wir rockeli-zockeli-zuck nicht mehr aufsteigen. Und das kann passieren, das kann passieren. Und ich bin da als Trainer der wichtige Mann, der einfach die Skepsis einfach auch haben muss, ne? Der kann nicht so viel Euphorie da raushauen und sagen, yeah, Chocke, auf geht's mit dem mit dem Aufstieg. So, ich habe einen schwachen SVH in den letzten Spielen gesehen, in der letzten Folge, wenn man es mal YouTube-mäßig ausbrechen wollen, ne? Und der nächste Gegner ist der VfB Kaiserslautern, ja, also das wird entscheidend. Da können wir sehen, wo wir wirklich stehen. Wir haben einen guten Kader, es gibt Ecken und Konten, wo ich ein bisschen Verbesserung haben möchte, wo ich auch einen Spieler gut finde, aber er noch nicht ausreichend genug ist, er hat ein super Talent, wo wir ein bisschen daran arbeiten müssen. Und jetzt natürlich die Frage, ja, wir müssen jetzt einfach mal ein bisschen drüber nachdenken und ich brauche eure Hilfe so ein bisschen. Wir müssen jetzt mal drüber nachdenken, was ist der richtige Weg, wo können wir noch Ecken und Konten machen, ist es jetzt in der Lage, in der wir uns befinden, wirklich nötig, was zu verändern? Ich sag nur eins, ihr könnt nicht erwarten, dass wir jedes Spiel gewinnen und richtig da durchrennen. Wir werden irgendwann die Null nicht mehr stehen haben unter Niederlage. Bisher bin ich froh, was für ein super Saisonstart das war. Aber die Frage ist wirklich am Ende, ob wir da oben in den Top 3 wirklich stehen. Es wäre dann doch am Ende ein bisschen schmerzhaft, wenn wir es am Ende dann doch verbocken. Deswegen müssen wir uns langsam einig werden, ob wir eine Stärkerung brauchen oder nicht. Ich sehe jetzt erstmal nicht eine Stärkerung. Es gibt zwei, drei Sachen, die wir gleich in diesem Video noch ansprechen werden. Die Frage ist wirklich nur, ob wir nun übereinstimmen, aufsteigen zu wollen und alles dafür geben oder ob wir sagen, jo, mach mal das beste Trainer und Team, aber wir haben kein Problem damit, das, was du gerade gesagt hast, dass wir auch mal einstürzen können. Die Gefahr besteht einfach, ihr habt es vielleicht nicht ganz sehen können. In den Highlights sieht man natürlich nur die besten Songs und ich kann nur euch berichten, was ich eben 90 Minuten lang sehe. Und da kann ich einfach nur sagen, dass es eben doch ganz schön heikle Situationen gab und kein guter Fußball auf dem Platz teilweise. Das kann sich in Zukunft noch ändern. Vielleicht muss ich das Thema noch ein bisschen finden. Ich will jetzt auch nicht euch auspeitschen und sagen, wir müssen jetzt das Team komplett umräumen. Das meine ich damit gar nicht. Ganz im Gegenteil. Ich sage einfach nur, die Lage der Dinge des Vereins, der Mannschaft, die kann noch wachsen, die kann noch zusammenschweifen und dann sehen wir das in der Winterpause. Vielleicht rocken wir wirklich noch die Bude. Es ist einfach nur die aktuelle Lage, die ich euch berichte. Und jetzt gebe ich ab an den Kollegen, der euch jetzt mal ein bisschen mitteilt, was ich so an Berichte vorbereitet habe für euch. Danke erstmal fürs Zuhören, liebe Sportdirektoren. Und es ist ganz wichtig, dass ihr alle mitagiert. Sonst könnte es vielleicht in die Hose gehen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr mitarbeitet. Euer Trainer
bis zum nächsten Mal. So, dann hallo und herzlich willkommen hier jetzt in der Büroabteilung vom SVA. Wir gehen jetzt natürlich noch ein paar Punkte durch, die für die Sportdirektoren relevant sind, die ich beauftragt bekommen habe als Medien-Marketing-Manager, diese nun zu verbreiten an die Sportdirektoren. Vom Trainer aus gibt es zwei, drei Sachen zu sagen hier für die Entscheidung für die Sportdirektoren. Und natürlich gehen wir dann auch schon die Kommentare durch, das ist natürlich auch ganz wichtig. Und schauen mal, was genau gemacht werden muss für den SVH von euch aus, von den Sportdirektoren, wenn wir besser werden wollen für die zweite Liga. Anscheinend sieht es ja bisher ganz gut aus, dass wir zweitligareif sind. Nur schon mal dreist in diese Richtung gesagt. Der Trainer hat Folgendes gesagt. Einmal hat er gesagt, dass er auf dem LV, und das ist schon mal das Spannende, dass es zwei, drei gibt unter den Sportdirektoren, die das genauso erkennen, wie der Trainer es erkennt. Die linke Seite in der Verteidigung ist ein definitives großes Problem. Saar hat sich ein bisschen durchgesetzt jetzt in der Innenverteidigung, und da sieht man auch Potenzial von Saar, dass er wohl da noch seine Chance bekommen wird in der Innenverteidigung, und aber nichts fürs LV, das war bisher grauenhaft. Taxaira, den wir von Dresden getraftet haben, der ist flink, der ist nicht schlecht. Das einzige Ding ist bei Taxaira, dass er eben auch nicht mehr der allerjüngste ist mit seinen 25. Stärke 64 ist nicht zweitligareif. Er hat tolle Möglichkeiten mit LV, RV, IV und LM. Also mit denen kann man gut arbeiten. Und er ist vom Trainer auf dem LV auch gesetzt. Aber nur, weil es schon die beste Möglichkeit ist. Er ist aber im Gesamtbild, ist diese Position die schwächste Position im ganzen Kader. Zumindest so ein bisschen gefühlt, wenn man im Rückwärtsgang ist. Man hat natürlich auch noch den ganz starken Witzeturm. Ja, aber da ist auch so, er ist 23, er hat Qualität und er ist auch fürs Backup gesetzt, aber auch er ist ein bisschen langsam Bewegung. Der Trainer versucht, ihn zu trainieren. Ob das natürlich am Ende was wird, das muss man sehen. Aber jetzt hier für die Sportdirektoren, es gibt die Möglichkeit, ein LV zu holen. Da gibt es jetzt, die ersten beiden Namen sind in den Kommentaren gefallen. Und es ist heute keine Folge, wo wir schon Entscheidungen oder irgendwas treffen. Nein, es ist erstmal wichtig, mit den Sportdirektoren zu reden, sie aufs Laufende zu bringen. Und damit werde ich einfach mal sagen, LV will der Trainer was Neues haben. Und deswegen gibt es oben rechts im Infokasten jetzt ein Voting. Da sind die Namen, die ich gleich noch anspreche, die jetzt im Umlauf sind, für diese Position LV drin. Und natürlich gibt es auch die Voting-Möglichkeit. Nein, bitte keine Wechsel machen. Denn das Ding ist, der Trainer und ich tun ja nur die Sachen mitteilen euch. Ihr entscheidet am Ende, ob es sich lohnt, wirklich da umzuwechseln, zu tun, zu machen. Es gibt ja auch bestimmt vielleicht ein paar Sportdirektoren, die sagen, pass mal auf, ja, nicht die beste Position, aber wir stehen gut in der Liga. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, da schon umzuräumen. Lass uns mal auf die nächste Saison warten. Gibt es bestimmt auch, deswegen gibt es da auch die Möglichkeit, keine Änderung gewünscht. Oder irgendwie sowas ähnliches habe ich ins Voting reingepackt. Das schon mal dazu. Noch ist so unentschlossen. Hesel und Schwebe sind eh gesetzt, und deshalb kommen wir zum nächsten Punkt, den ihr unter den Kommentaren reinschreiben könnt. Und wie gesagt, manchmal, weil ich ja immer vorproduziere und dann schneide ich es, und dann manchmal vergesse ich dann einen Infokasten reinzumachen, aber sonst habe ich eventuell noch ein Voting reingemacht, dass wir Watkowiak ausleihen. Je nachdem, was ihr sagt, ein Kurzleihe würde ich jetzt nicht sagen, 1 oder 2 Jahre, er wird keine Einsätze bekommen unter diesem Trainer. Das schon mal kann man verraten. Hesel ist zurzeit mit Schwebe in einem krassen Kampf. Und dann können wir auch schon zum nächsten Punkt kommen. Mastor und Gaudinho mag der Trainer sehr gerne, aber durch die Form tief und dass sie noch nicht so präsent sind, kommen die immer langsam ins Team rangeführt. Wir haben sehr, sehr viele Innenverteidiger, sogar ein super Höhn, keine großen Einsätze bekommt. Und wir haben ja noch Ballas, und da ist jetzt die Frage, die auch an die Sportdirektoren gehen, dass ob wir Hüsing nicht mal noch auch eine Runde ausleihen in der Winterpause und gucken, was wir da machen. Also wir haben sehr viele Innenverteidiger, die ein bisschen untergehen, und da müssen wir halt auch nochmal schauen. Zum Thema Sturm, ich werde das alles noch im Schnitt, alles selbst mich nochmal anhören. Und diese ganzen Fragen als selbst eigenes Kommentar
nochmal posten, sodass ihr da einfach auf dieses Kommentar agieren könnt, weil ich glaube, so können wir am schlausten miteinander kommunizieren, weil sonst wird es vielleicht auch jetzt zu viel mit Informationen, die ich hier raushaue. Und der nächste Punkt ist nämlich, ob wir auch in der Offensive ein bisschen was ändern, und zwar nämlich, ob wir Shaheen nicht verkaufen und vielleicht ein bisschen Geld machen. Wir haben Putaro da noch, wir haben als Ergänzung Müller, also wirklich als Backup. Wir haben noch Niederlechner und Wittwasson, und die sind einfach wirklich gesetzt. Ob man da auch nochmal was ändern will, tun will, das ist auch, wie gesagt, euch überlassen. Ich versuche mit dem Trainer das Beste draus zu machen. Aber das sind so die ersten Aspekte, Leute. Auch Salah ist wahrscheinlich ein Kandidat, der vorerst sich nicht durchsetzen wird. Bei Götz, ja, den würde ich gerne weiter einsetzen mit dem Trainer, aber bisher kommen wir noch nicht zu einer Situation. Der Hauptmann wird wohl, ist der Schwächste in diesem Kader, ist 19 Jahre alt, ist jetzt nicht so, dass man abgeneigt ist, es ist jetzt eure Entscheidung, ob ihr die Interesse habt zu sagen, lass ihn mal im Kader, wir schauen mal, oder ob wir ihn ausleihen oder sagen, pass auf, Diego, der Trainer kann mit dem nicht arbeiten, wir können mit dem in der zweiten Liga gar nicht erfolgreich sein. Verkauf ihn. Das ist die Frage, die ich euch allen stelle, die ich auch in den Kommentaren... Es wäre ganz cool, wenn ihr unter meinen Kommentar einfach antworten würdet, dann wäre da die Übersicht etwas angenehmer. Und dass ihr natürlich darauf achtet, welche Infokasten-Votings ich reingepackt habe. Das sind schon mal die ersten Andeutungen, die vom Trainer kommen, wo er denkt, wo was geändert werden muss. Und dann gibt es noch einen Punkt, wo er auch sagt, er ist mit Hartl und Quatschwo eigentlich als Spielmacher sehr zufrieden. Die haben Qualitäten und er trainiert sie fleißig und will sie auch nach oben pushen. Sie sind aber jetzt noch nicht die Spielmacher, die ein Spiel entscheiden. Das ist so eine Sache. Schöpf wurde auf dem OM versucht einzusetzen, aber der setzt sich leider noch nicht durch. Da müssen wir auch nochmal genau gucken. Das ist schon mal dazu zu diesem Kaderpunkt, wo man schon mal so überlegen muss. Folgendes für euch jetzt. Wir haben ein bisschen Geld noch dazu bekommen im Laufe der Saison, weil wir auch im DFB-Pokal weitergekommen sind. Wir haben jetzt 8,3 oder fast 8,4 Millionen Euro zur Verfügung. Das ist nicht ohne. Das ist schon gut verdientes Geld. 7000 Gehaltsbudget ist nicht wirklich viel. Und ich zeige es euch nur. Ich werde es aber nicht abspeichern. Folgendes ist halt möglich. Ich switch hier einfach mal rum, was man ungefähr für die Sportdirektoren ändern kann. Ihr könnt natürlich dann das sagen, ob man da was ändern soll. Ihr seht, man kann 100.000, so viel brauchen wir aber definitiv nicht, weil so teuer sind dann die Gehälter auch wieder nicht. Aber ihr seht schon, ihr dürft als Sportdirektor natürlich entscheiden, das hier zu ändern. Jetzt denkt ihr euch, hey, wie willst du das bei 200, 300 Zuschauern bitte entscheiden? Wir können das doch nicht machen. Das ist dann so, wenn ich mehrere Kommentare lese, die sagen, wir müssen das Transfersbudget ändern, dann wird es in einem weiteren Büro-Planungsvideo ein Infokasten, ein Voting geben oder unter den Kommentaren, wo dann einfach klar und deutlich demokratisch geschaut wird, ob was gemacht werden soll oder nicht. Nur so können wir das gemeinsam entscheiden, demokratisch. Anders wird das dann doch ein bisschen schwierig, weil nicht eine Person kann das dann in die Kommentare schmeißen. Ja, ich will, dass wir 6 Millionen haben und so viel Gehälter. Und dann mache ich das. Das kann ich natürlich auch nicht machen. Das wäre dann eine Entscheidung eines Sportdirektoren. Das geht da natürlich nicht. Ne? So schon mal nebenbei. Dann, anderer Punkt ist Jugendstab. Da haben wir Folgendes zurzeit möglich. In diesem Monat haben wir hier Angebote. Wir können jetzt nicht von Folge zu Folge immer uns die Angebote reinschauen und ich warte, was ihr sagt. Ihr müsst jetzt mal in die Kommentare reinschreiben, wahrscheinlich habe ich es auch reingeschrieben, oder in Infokasten reingemacht, wie viel Geld wollen wir denn für einen Scout ausgeben oder für mehrere? Wie viele Sterne soll er maximal haben für Jugendarbeit? Natürlich ist es auch die Antwortmöglichkeit, nein, keine Jugendarbeit, das Geld sollten wir erstmal anders sparen. All das kommt dann auch nochmal da in diese, ja, hier unter diesem Video rein. Ihr seht das unten im Video bestimmt schon drinnen.
Das schon mal dazu. Und jetzt gucken wir uns nochmal Folgendes an. Es gab die ersten Kommentare, was für ein Spieler wir auf dem Thema LV, das ihr auch schon beobachtet habt, was ein Kritikpunkt bisher ist, suchen sollen. Erstmal Norwin FIFA schreibt, wir sollen Jugendarbeit machen. Deswegen spreche ich das ja jetzt in dieser Folge an, weil jetzt ist diese Folge ja nur, dass ich euch anspreche. In Folge 9 gibt es dann das erste Feedback und vielleicht sogar die ersten aktiven Aktionen auf eure Kommentare von diesem Video hier. Schon mal das. So, Achio Schloss schreibt, ich soll doch mal den Josef Baffo von Eintracht Braunschweig zum Thema LV scouten. Und das mache ich natürlich mit Vergnügen. Und das machen wir jetzt noch. Baffo, so. Das ist aber ein Innenverteidiger. Gut, Innenverteidiger ist eine Frage, ob wir das wirklich suchen. Aber ich scoute mal, weil ich trage hier nicht die Entscheidung. Wenn ihr sagt die Entscheidung, ja. Wie gesagt, Spielerverpflichtungen werden auch später im Infokasten entschieden. Das heißt, wenn ich merke unter den Kommentaren, ihr findet alle den Baffo zum Beispiel gut, dann, ja gut, dann weiß ich schon, dass ich ihn kaufen soll, aber ist es immer so, dass ich dann in der Feedback-Folge klar und deutlich sehe, viele haben jetzt für Achio Schloss Baffo gemacht, ich mache mal ein Voting rein und dann in der überübernächsten Büro-Folge gibt es dann die Möglichkeit eben, dass ich ihn hole, beziehungsweise in der Winterpause und euch schon bestätige, dass ich es mache, dass ihr schon Zukunftspläne haben könnt. So ungefähr werden wir es demokratisch machen, anders weiß ich nicht, ist natürlich eine stark ausgeprägte Community und Serienidee. Achio Schloss hat auch schon vorgeschlagen, ob wir auf Google Plus eine Community starten, dass man da diskutieren kann, aber Google Plus ist nicht so beliebt und deswegen weiß ich nicht, ob sich das wirklich lohnt. Dann Lukas Grutzjew, ich hoffe es ist richtig, ich glaube es ist falsch, tut mir leid, Bro, der sagt, Stefaniak von Dresden sollen wir uns mal anschauen. Da ist aber schon zum Beispiel Achio Schloss dagegen, da sieht man schon, die Demokratie ist ein bisschen anders, deswegen ich scoute sie nur, weil das von euch gewünscht wird, ich habe da keine Wahl, ich muss das machen, das ist der Sinn der Serie. Ob wir sie kaufen, müssen dann mehrere entscheiden, dass nicht alle immer entscheiden können, ist klar, wer nicht guckt und nicht mitmacht, muss damit dann leben, wer mitmacht, hat Mitspracherecht, ganz klar, jeder von euch Zuschauern darf mitentscheiden, was mit diesem Kader und mit diesem Verein passiert. So, Salem hat er auch noch vorgeschlagen, wird auch von Achio Schloss nicht so gut gesehen. Der ist sogar schon fertig gescoutet. Stärke 62, 27, das weiß ich nicht, ob das das Schlauste ist, ob das wirklich fördernd für den Verein ist, wenn wir wirklich in die zweite Liga aufsteigen sollten. Das Letzte ist, wo auch Achio Schloss dafür ist, ist Altiparmak von Grutzjew auch vorgeschlagen. So, Alti scheint, der scheint wohl anscheinend nicht im Spiel drin zu sein. Außer er wurde hier falsch geschrieben, weil ich Alti, A-L-T-I, Alti, ja, der ist nicht im Spiel inbegriffen. Da steht von Magdeburg, deswegen gehen wir einfach mal in Magdeburg rein und gucken einfach mal, dass wir den noch finden. Und dann sind wir hier in dieser Abteilung schon fertig. Ja, also gucken hier, da haben wir Oberliga gesehen und wo haben wir die dritte Liga? Die haben wir jetzt, da ist sie, da die dritte Liga. Und dann gucken wir zum, ach, ich bin in der zweiten Liga, so dritten Liga und der erste FC Magdeburg. Und dann gucken wir in der Defensive, ob wir ihn einfach finden. Und nein, der ist hier nicht drin. Wir gucken nochmal genau hier alles durch. Da heißt Altiparmak von Magdeburg. Ich weiß nicht, wenn ihr ihn jetzt seht, ich sehe ihn nicht. So, der ist nicht erstellt worden, ihn gibt es nicht, also kann ich ihn leider nicht nehmen. Da müssen wir noch weiter dran arbeiten und jetzt, und hier sind nochmal für euch die zukünftigen Verträge. Da habe ich auch gerade gesehen, dass ich beim Rüberswitchen der Spieler 2-3 Fehler gemacht habe. Hier sieht man einmal, wir müssen dieses Jahr keine Verträge verlängern. Das ist schon mal eine gute Nachricht an die Sportdirektoren. Salah, Steinherr, Hesel, nee, nur Steinherr und Salah sind noch 2 Jahre an uns gebunden. Hesel, Bullot und so weiter, seht ihr, sind noch 3 Jahre an uns gebunden. Dann haben wir da Costa, Niederlechner, Watkiewicz, die sind alle noch 4 Jahre, also mit diesem Jahr gerade mit drin, sind die an uns gebunden. Dann haben wir noch welche, die sind 4 Jahre und dann kommen welche, wo ich ein bisschen mich falsch verschätzt habe, ein bisschen falsche Fehler gemacht habe. Hier gibt es welche, die sind noch 6 und 7 Jahre an uns gebunden, eigentlich 8 Jahre. Das ist natürlich ein kleiner Fehler von mir, den ich in Creation Master gemacht habe. Ist nicht so wild, ist nicht entscheidend. Einziger Pluspunkt für uns ist vielleicht, dass wir nicht lange mit diesen Vertragsverhandlungen rumkämpfen müssen, auch für euch in der Sportdirektorenabteilung. Und zum Abschluss gibt es natürlich hier nochmal für euch den Teambericht, dass ihr auch sehen könnt, wie aktuell der Trainer tickt. Da sieht man zum Beispiel in den Einsätzen, ja, was ihr da so von euch
was ihr da so seht. Ich werde die nicht all durchgehen, ich zeige sie euch nur ganz kurz. Ihr könnt das Video in Pause klicken und es euch in Ruhe anschauen, dass ihr als Sportdirektoren seht, was hier gerade so am Laufen ist und passiert und wo wer wohl wirklich gar keine Chancen bisher hatte, in der Saison überhaupt beim SVH zu spielen. Und wo ihr vielleicht denkt, okay, da muss man wirklich mal was ändern oder was auch immer. Ja, also das sind einfach mal so diese Punkte. In Vorlagen zum Beispiel könnt ihr sehen, was da so passiert. Ja, und ohne Gegentore kann man auch mal sehen, was da so passiert. Also Geschichten, und dann zeige ich euch nochmal die kompletten Positionen, was ihr seht, was wir da so zur Verfügung haben, dass ihr einfach auch den Überblick habt, denn ich will echt wirklich... Bin echt gespannt, wie ihr so diese ganze Serie und Saison seht und wie ihr sie plant. Wie ihr sie plant, bin ich am meisten gespannt. Wenn sie zum Beispiel hier, welche Spieler noch gar keine Einsätze noch nie hatten, zumindest in der Saison. Und das schon mal dazu. Zurück ins Studio. So, vielen Dank, dass du zugeschaut hast, und jetzt hier der Hinweis, die nächste Folge wird ein Oberknaller. VfB Kaiserslautern empfängt in der Red Swords Arena SV Eintracht Hamburg, meine beiden erstellten Vereine, fighten gegeneinander, und es ist auch der Oberknaller, ihr habt es in der letzten Folge vielleicht gesehen, der erste gegen den zweiten, der Gewinner, wir haben gleiche Punkte, jeweils 17 Punkte, der Gewinner kann 3 Punkte Abstand haben und kann richtig Gas geben, und ihr habt es Anfang dieser Folge ja auch gehört vom Trainer, er sieht das Team noch nicht so stark, wie die Tabelle das zeigt. Das heißt, es kann noch einiges passieren, deswegen müssen wir jetzt die Daumen drücken. Und natürlich gibt es auch in dieser Folge, bevor es ins Spiel reingeht, einen kleinen Vorbericht für euch, eine Pressekonferenz, der Trainer wird ein bisschen ein paar Fragen von euch beantworten und natürlich sagen, wie er die Situation einschätzt mit dem VfB Kaiserslautern. Da gibt er nochmal 2, 3 Sachen. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr es auch unter die Kommentare schreiben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ist aufschlussreich. Ich hoffe, ihr macht unten in den Kommentaren fleißig mit, dass wir das Team entwickeln. Denkt dran, ich darf keine Entscheidung alleine treffen. Ihr trefft irgendwann die Entscheidung. Irgendwann muss ich natürlich eine Entscheidung annehmen. Dann kann man nicht mehr irgendwie sagen, ja, jetzt will der eine doch wieder nicht. Das ganz klar. Deswegen lasst einen Daumen da. Das wird noch eine richtig geile Serie. Deswegen abonniert mich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und das wird auch schon wieder demnächst sein. Bis dahin. Tschüss.